Ja, mein Name ist Rolf Weyer, bin vom Beruf Bausachverständiger, mittlerweile auch schon 71 Jahre alt. Und ich bin in Siegen gebürtig, aber in Eiserfeld seit über 30 Jahren engagiert. Halt auch begründet durch mein Interesse an der Heimatkunde. Und ich bin im Eiserfelder Heimatverein seit 1989. Seit 1993 bin ich dort im Vorstand und seit 1995 bis heute als zweiter und mittlerweile als erster Vorsitzender ehrenamtlich dort tätig. Ja, dieser Eisenzecher-Römeler Gangzug, wie er sich nennt, der verläuft in dem Gebirge südlich von Eiserfeld bis etwa runter nach Struthütten oder genauer gesagt Dernbach und umfasst sehr, sehr mächtige Erzgänge. Er ist also seit dem Mittelalter bekannt geworden. Ich will jetzt gar nicht mit den Kelten anfangen, die also auch schon da tätig waren. Aber aus dem Mittelalter existieren erste Aufzeichnungen, dadurch, dass dort unten Eisen geschürft wurde. Anfangs natürlich immer nur oberflächennah, mit sogenannten Pingen, wo man das Erz gefunden hatte. Und später ging man dann über in einen Stollenvortrieb, wo man also von der Seite her in den Bergstollenvortrieb, um an das Erz zu gelangen. Und dann stellte man fest, dass die Erzadern sich relativ senkrecht nach unten bewegten, also nur in einem flach geneigten Winkel. Und dann so ab dem späten Mittelalter wurden auch schon Schächte gebaut, die wurden abgeteuft, um dort das Erz zu fördern. Die Schächte liefen natürlich schnell mit Wasser voll und so musste das Wasser herausgepumpt werden. Und das wurde eine immer größere Arbeit. Das ging so bis eine Tiefe von 50, 60 Metern. Und mit diesen alten Handpumpen und diesen Blasebälgen, die die hatten, funktionierte das dann nicht mehr. Und so musste man immer wieder neue Schächte anschlagen oder Stollen anschlagen. Und so Ende 1700, also Ende des 18. Jahrhunderts, wurden dann Pläne gemacht, dass man also sagt, wir müssen die Erzgänge von unten unterfahren, dann kann man das Erz auch wesentlich einfacher abbauen, dann fällt das von oben nach unten und muss nicht mühselig mit Kübeln und Haspeln nach oben gefördert werden. Und um diese sehr erzreichen Vorkommen in diesem Gangzug südlich von Eiserfeld alle erreichen zu können, wurde dann 1805 dieser Reinhold Forster Erbstollen angeschlagen. Anfangs sollte er eigentlich nur die Erzgänge im Bereich der Tretenbach, so heißt diese Gegend dort unten, erschließen. Und vor allen Dingen sollte er die Wässer lösen, die also im Berg immer vorhanden sind und diese durch den Stollen zur Sieg ableiten. Und diese Stollen heißen deswegen auch Erbstollen. Damals bedeutete dies, wer so einen Stollen baut, der unterfährt auch andere Grubenbereiche. Die Gruben sind ja alle überirdisch abgesteckt. Und wenn er unter diese Gruben kommt, bekommt er auch das Wasser von denen. Er erbt praktisch das Wasser. Und dieses Wasser muss ja auch abgeführt werden. Und dafür konnte er eine Gebühr verlangen. Daher auch der Name Erbstollen. Ja, und so hat man dann diesen Stollen vorgetrieben, 1805. Anfangs kam man pro Tag nur 2 bis 3 Zentimeter weiter, denn es wurde mit Hammer und Schlägel gearbeitet, also eine ganz mühselige Arbeit. Und es konnten auch immer nur 2 oder 3 Mann vor Ort dann arbeiten, um den Stollen zu schlagen. Mehr Platz war ja nicht. Und so hat es also fast 32 Jahre gedauert, bis 1837 der erste Erzgang der damaligen Reinhold Forster Zeche, so hieß dieses Grubenfeld, angeschlagen werden konnte. Also 32 Jahre sind vergangen, bis man dann tatsächlich das erste Erz fördern konnte. Und wenn man bedenkt, dass damals die Lebenserwartung gerade der Bergleute sehr, sehr gering war, lag so bei 35, 40 Jahren, dann ging da eine ganze Generation vorbei, wo man praktisch nur den Stollen vorangetrieben hatte, ohne dass man irgendwie einen Gewinn daraus hatte. Außer vielleicht diesen geringen Gebühren, dass da Wässer abgeführt werden, wo man was bekommen hatte. Ja, und ab Mitte des 19. Jahrhunderts, so ab 1850, wo dann die Dampfkraft Einzug hielt, wurden dann Bohrhämmer verwendet, um den Stollenvortrieb voranzutreiben. Und das ging dann natürlich wesentlich schneller. Und man kam dann wesentlich schneller vorwärts, als das ursprünglich der Fall war. Interessant ist noch, dass 1837 dieser Reinhold-Forster-Stollen in preußischen Besitz überging.
Und von den damaligen neuen Eigentümern wurde dann ein sogenannter Bergmeister eingesetzt. Das war damals der Bergmeister Erbreich. Der sollte die Planungen für den Erzabbau in diesem ganzen Bereich übernehmen. Und das waren damals wohl sehr kluge Menschen, die also einen großen Weitblick hatten und auch sehr viel Ahnung hatten, wie diese Erzgänge unter Tage lagen. Und er hatte dann eine Planung gemacht, dass man also in der ersten Stufe den Stollen bis nach Dernbach vorantreiben sollte, um diese bekanntermaßen sehr erzreichen Vorkommen im Bereich der Eisenzeche, wo auch die Grube dann später ihren Namen von hatte, zu unterfahren. Und in der zweiten Stufe sollte dann von dem Stollen ein Seitenflügel zum Pfannenberg, der auch als sehr erzreich bekannt war, geschlagen werden. Und noch eine dritte Stufe zu einem dritten Erzgang im Bereich Salchendorf, die gar nicht mehr zur Ausführung gekommen ist. Denn als der Bergmeister Erbreich diese Planung gemacht hatte, ging er noch davon aus, dass man nur ganz langsam diesen Stollen vorantreiben konnte, also hier mit Hammer und Schlegel, und wusste noch nichts um die Dampfkraft, die erst später kam. Und deswegen hat die technische Entwicklung diese Planung völlig überholt. Der damalige Bergmeister hatte den Bau des Stollens bis runter nach Dernbach auf ca. 85 Jahre veranschlagt und den Abbau der darüberliegenden Erze mit fast 195 Jahren angenommen. Ja, also da wären wir heute praktisch noch dran, wenn das so weitergegangen wäre. Und wie gesagt, schon 1870-80 war das total weit überholt. Da ging man also schon in die Tiefe und hatte schon diese Gruben alle erreicht, sodass diese Planungen von damals ganz schnell überholt waren. Ja, ab 1880 wurden dann der erste maschinelle Schachtbau betrieben, das heißt Schächte wurden abgeteuft. Im Bereich der Eisenzeche waren das der Kaiser-Wilhelm-Schacht und 1892 der neue Maschinenschacht. Und auch das Abteufen der Schächte ging immer schneller voran, sodass man auch schnell in die tieferen Teufen kam, also unterhalb der Reinhold-Forster-Sohle, die ja ebenerdig praktisch zur Sieg legt, bis in geringfügig höher wegen der Wasserableitung. Und man kam schnell auf 100, 200, 300 Meter Teufen, um das Erz abzubauen. Und man ging dann immer diesen Erzgängen nach. Das heißt, die Schächte, die wurden erstmal senkrecht nach unten abgeteuft. Und wenn man sah, dass der Erzgang plötzlich unterbrochen war, weil so eine Erzschicht die Mächtigkeiten bis zu 20 Meter da unten in diesem Bereich haben konnte, wenn die dann plötzlich aufhörte, wussten die aus Erfahrung, die kann so 30, 40, 50 oder 100 Meter weiter sich fortsetzen. Dann wurde unterirdisch ein Stollen vorgetrieben und dann der Schacht an dieser Stelle weitergeführt. So, und die Schächte waren natürlich in erster Linie zur Förderung des Erzes, das heißt, das geförderte Erz wurde nach oben transportiert und natürlich Personen und Material mussten nach unten und nach oben befördert werden. Und deswegen waren diese Förderschächte, diese Hauptschächte, aber unter der Erde, also bis auf ca. 1200 Metern, die man dort erreicht hatte in dieser Grube, gibt es noch eine Unzahl an kleineren Schächten, die vielleicht nur 100, 200 Meter in die Teufe gingen, von der Sohle, ich sag mal von der 500 Meter Sohle nach unten. Und das dann immer so versetzt, bis man dann irgendwann das Ende der Erzgänge erreicht hatte. Und das war dann in den 1960er Jahren, Anfang der 60er Jahre, wo die Erze dort immer geringer vorkamen, immer mehr Quarz enthalten war und sich der Abbau kaum noch lohnte, insbesondere, wenn man bedenken musste, dass die Wasserhaltung in diesen Teufen aus 1200 Meter wahnsinnig aufwendig war. Es waren also riesige Pumpen, die das Wasser von Sohle zu Sohle bis zum Reinhold-Forster-Stollen fördern mussten, hochfördern mussten, damit es abgeleitet werden konnte. Das waren natürlich enorme Kosten und es wurde immer unwirtschaftlicher, dieses Erz zu fördern. Deswegen wurde die Grube dann im Februar 1960 geschlossen. Und anfangs wurde dann noch über die Grube Pfannenberg, die ja ganz in der Nähe liegt, weiter gefördert. Aber auch dort war dann 1962 Schluss, sodass also hier in dem Eisenzecher Römeler Gangzug der Bergbau 1962 definitiv beendet war. Mit dem Ende des Bergbaus Anfang der 60er Jahre ging alles sehr schnell in Vergessenheit. Die Zeit ist sehr schnelllebig, die Menschen mussten sich anderen Gewerbe- und Industriezweigen zuwenden und der Bergbau war halt nebensächlich geworden und alle Relikte des Bergbaus, wie zum Beispiel dieses Portal des Reinhold-Forster-Erbstollens, lagen nicht mehr im Interesse der Menschen. Die oberirdischen Anlagen,
der ganzen Gruben, die wurden abgebaut, die Gebäude einer anderen Nutzung zugeführt, soweit möglich. Die ganzen Fördergerüste und so weiter, die wurden verschrottet. Und ja, und dann kam es, dass dieses Stollenportal zusehends verfiel und der Zahn der Zeit daran nagte. Moos bildete sich und ja, es entstanden Schäden durch eindringendes Wasser. Und irgendwann Mitte der 70er Jahre ist dann in dem Eiserfelder Heimatverein unter einer neuen Führung, damals unter dem Vorsitzenden Rudolf Vetter, der Gedanke aufgekommen, wir müssen auch solche alten Denkmäler, die es ja im Grunde genommen sind, erhalten. Und so hatte man sich daran gemacht, dieses Portal wieder renovieren zu lassen. Das war natürlich nicht billig. Man hatte Spendengelder gesammelt und dann mit Unterstützung des Landes und der Stadt Siegen konnte dann 1979 dieses Portal, ein sehr großes und aufwendig gestaltetes Portal, wieder komplett renoviert werden. Das Stollenportal des Reinhold Förster Erbstollens ist also außergewöhnlich aufwendig und ornamental gestaltet. In der ganzen Umgebung, im hiesigen Raum, auch in diesem Bergrevier, ist also kein anderes oder ähnliches Stollenportal zu finden. Etwa vergleichbare Stollenportale sind in einigen großen Gruben, den Kohlegruben des Ruhrgebietes, vorzufinden. Es sollte wahrscheinlich auch damals schon, es muss so um 1870 gebaut worden sein, die große Bedeutung dieser Erzlagerstätte, der Eisenzeche, unter Beweis stellen. Und es tut es ja heute mit diesem wirklich tollen Anblick, den es heute noch bietet, immer noch. Es muss also schon was Besonderes gewesen sein. Wenn die Leute also, die ja damals nicht besonders finanzkräftig waren, weil ja so viel auch nicht verdient wurde in dieser Zeit, sich leisten konnten, so ein großes und mächtiges Portal dorthin zu bauen, dann sollte das schon wirklich eine Besonderheit darstellen. Und in seiner Form und Ausführung, insbesondere auch in seiner Massivität, aus Bruchstein und Ziegelstein, wie das gemauert ist, ist es also wirklich schon ein einzigartiges Dokument der Zeitgeschichte und mittlerweile auch ein Industriedenkmal. Als solches ist es ja auch eingetragen. Ja, mit Fertigstellung dieses renovierten Portals kam dann auch bei den Heimatvereinsleuten die Idee auf, vielleicht in diesem Stollen, der noch bestand, ein Besucherbergwerk einzurichten. In den Jahren nach der Schließung wurde der Stollen in diesem Bereich als Sprengstofflager genutzt. Da wurden verschiedene Kammern dann eingebaut, Zwischentüren. Im Krieg wurde er auch als Luftschutzstollen im Übrigen genutzt, dass also sehr viele Menschen dort unten Zuflucht fanden, wenn Bombenangriffe waren. Und auch damals wurden entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, also Türen, Splittertüren und so weiter, eingebaut. Diese Dinge mussten erst alle rausgeschafft werden. Und nachdem man mit den Behörden und dem Grubeneigentümer sich einig geworden war, dass ein Besucherbergwerk geschaffen werden konnte, hatte man dann 1982 angefangen mit der Aufwältigung des Stollens. Wie gesagt, diese ganzen alten Einbauten, die mussten erst herausgerissen werden. Dann war der ganze Stollen natürlich voller Schlamm und voller altem Gestein, was auch alles entfernt werden musste. Es war also wahnsinnig viel Arbeit. Man traf sich damals jeden Montag, Spätnachmittag, und hat so 2 bis 3 Stunden da gearbeitet. Das war anfangs so eine Gruppe von ca. 60 Personen, allen Alters, junge Leute bis mittleren Alters und immer begleitet von unseren alten Bergleuten, die noch in Eiserfeld lebten und die natürlich die einschlägige Erfahrung hatte, wie man unter Tage arbeitet und wo man darauf achten muss, welche Sicherheitsvorkehrungen zu beachten sind und so weiter. Es wurde dann immer so in Schichten von 15 Mann gearbeitet. Mehr hatten im Stollen dann eigentlich keinen Platz. Ja, man hatte dann Woche für Woche erstmal eine Schubkarre nach der anderen über 500 Kubikmeter Schlamm und Steine aus dem Stollen herausgeschafft, die dann vorne gelagert wurden und dann per LKW abtransportiert wurden. Und in der Folge musste dann natürlich der ganze Stollen hergerichtet werden. Das heißt, der Boden musste so gestaltet werden, dass die Leute da auch hergehen können. Also musste wieder Splitt und Schotter in den Stollen gefahren werden. Alles mit Schubkarre über 200, 300, 400 Meter. Eine sehr aufwendige und ja, harte Arbeit auch. Aber die damals dort Tätigen hatten also alle ihren Spaß daran, insbesondere auch viele junge Leute, Jugendliche, die ganz begeistert da mitgeholfen haben. Zeitweise aber auch die Feuerwehr von Eiserfeld mit eingebunden. Und es war so eine sehr muntere Truppe, die also sehr viel Spaß an dieser Arbeit hatten.
Und nach 15 Monaten und ca. 1500 Arbeitsstunden, die man so überschlagen hatte, konnte dann am 8. Oktober 1983 das Besucherbergwerk Reinhold Förster Erbstollen eröffnet werden. Es wurde damals eine große Einweihungsfeier gemacht. Viele Politiker aus der Umgebung, auch viele der Unterstützer des Bergamts und so weiter, hielten ihre Reden. Und es war eine große Menge an Besuchern, die da gekommen waren. Ich war leider damals noch nicht dabei. Damals war gerade mein Sohn geboren worden. Da hatte man andere Dinge im Kopf, als sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Mein Interesse für den Bergbau kam denn, stand schon immer und wurde dann aber so Ende der 80er Jahre etwas größer, weshalb ich dann da halt in den Heimatverein eingetreten bin. Ja, als ich 1989 dann dem Heimatverein beigetreten wurde, war meine erste Arbeit, die an der Erweiterung des Stollens teilzunehmen. Das war im hinteren Seitenflügel, wir nennen ihn den Dredenbacher Gang, in dem unter anderem ein sehr interessanter Wasserfall aus ca. 18, 20 Meter Höhe runterstürzt bis auf die Stollensohle. Und wenn da viel Wasser kommt, immer ein sehr beeindruckendes Bild. Und hinter diesem Bereich, der endete an dem Wasserfall, waren oben in der Firste, das ist die Decke des Stollens, die wird vom Bergmann als Firste bezeichnet, waren noch Erzadern zu erkennen, die nicht abgebaut wurden, beziehungsweise auch die Art und Weise, wie dort abgebaut wurde. Und um diesen Bereich den Zuschauern zugänglich zu machen, haben wir damals den Stollen um ca. 40 Meter erweitert. Und es war damals die gleiche Arbeit wie die, die das 1982, 83 gemacht hatten. Anfangs wurde nur Schlamm und Steine wurden rausgeschafft, Schubkarre für Schubkarre gefahren. Und ich habe es so selber gemacht, eine harte Arbeit, die einmal so einen ganz kleinen Eindruck von der schweren Arbeit der Bergleute unter Tage verschaffen konnten. Wir haben 2 Stunden gearbeitet, die haben damals 8 bis 10 Stunden am Tag gearbeitet. Also schon eine sehr, sehr, sehr anstrengende Arbeit. Nach diesen Arbeiten 1989 hatte ich dann 1990 das erste Mal Gelegenheit, auch in den hinteren, nicht öffentlichen Teil des Stollens, der für Besucher nicht zugänglich ist, zu gelangen. Und der führt dann halt bis zu diesen beiden Schächten, diesem Kaiser-Wilhelm-Schacht und dem neuen Maschinenschacht, die etwa 1600 Meter vom Eingang des Stollens, vom Stollenmundloch entfernt liegen. Und der Weg dorthin wird natürlich mit Geleucht, mit Kapitlampen sind wir damals gegangen. Heute hat man natürlich die elektrischen Lampen, Kopflampen und so weiter gegangen. Und es zieht sich natürlich wahnsinnig hin, wenn man die 1,6 Kilometer unter Tage geht. Aber die Eindrücke, die man da erhält, die sind also wahnsinnig interessant. Überall sieht man irgendetwas Neues. Links und rechts gehen Seitenstollen ab, die in Abbaue führen. Viele von denen sind mit taubem Gestein, das heißt also Abraum verfüllt, die also nicht mehr zugänglich sind. In manche kann man reingehen. Ja, und wenn man da nach 1600 Meter zu den Schächten gelangt, kommt man da in eine große Schachthalle und sieht dort diese mächtigen Schächte, die einen Durchmesser von 6,50 Meter, der Maschinenschacht ist ein bisschen kleiner im Durchmesser, haben und die dann von der Reinhold-Förster-Sohle ca. 160, 170 Meter nach oben reichen. Das Schachtgerüst steht noch vollständig erhalten da drin, die Spurlatten, wo die Förderkörbe dran runterliefen, sind noch erhalten. Von oben tropft je nach Jahreszeit viel Wasser herunter und man sieht, wenn man nach oben leuchtet, nur in die Dunkelheit. Also es ist schon ein wahnsinnig imposanter Eindruck, den man dort hat. Die ganzen Schächte sind ausgemauert mit kunstvollem Ziegelmauerwerk, mit ineinander verschränkten Gewölben. Mich vom Baufach eine wahnsinnig interessante und bewundernswerte Sache, wie diese Schachtbauer damals diese Schächte gemauert haben. Vor allen Dingen, man hat ja von oben nach unten gemauert. Also eine ganz besondere Technik musste da angewendet werden. Und etwas später, das ist allerdings erst 2003 gewesen, sind wir auch zum ersten Mal den Bereich begangen, der hinter diesen Schächten liegt. Der stand früher immer sehr hoch unter Wasser und war nur unter größten Schwierigkeiten zu begehen. Da ist also praktisch nach dem Schließen der Grube keiner mehr in diesem Bereich gewesen. Und wir hatten dann, ist es uns gelungen, im Stollen den Wasserpegel um etwa 20 cm zu senken, indem wir den Ablauf verbessert haben. Zwischenzeitlich wurde auch vor dem Stollen eine neue Entwässerung angelegt seitens der ESI.
Und so ist der Wasserspiegel gesunken und dann sind wir 2003 unter Führung eines Steigers, der auch angestellt war bei dem Grubeneigentümer und der große Erfahrung im Erzbergbau hatte, weil er sehr viele alte Gruben hier im Siegerland gesichert hatte, Schächte verschlossen hatte, also ein ausgewiesener Fachmann. Mit dem haben wir dann den hinteren Stollenbereich zum ersten Mal begangen. Und dort fanden wir dann auch zum ersten Mal viele Dinge, wo wir gar nicht wussten, dass die noch existieren im Stollen. Man muss dazu sagen, dass da ca. 2 Kilometer Weg waren, auch von den Schächten bis hinten hin. Völlig unbekanntes Gebiet praktisch. Teilweise stand es so kniehoch unter Schlamm und Wasser. Man muss also sehr vorsichtig sein, dass man nicht plötzlich irgendwo in ein Loch oder in einen Überbruch irgendwo gefallen ist, der zu einer tieferen Sohle führt. Das heißt, man konnte auch nur mit Stöcken da sich vorsichtig vortasten, musste über sich schauen, ob alles in Ordnung war, ob nicht von oben irgendwas runterbrechen konnte. Ja, und so sind wir dann bis zum Ende des Stollens gelangt. Unterwegs fand man dann plötzlich im Schlamm alte Schuhe, alte Nagelschuhe von den Bergleuten, die irgendjemand dort hat liegen lassen. Einen alten Filzhut, den man plötzlich mit dem Stiefel aufgefangen hatte. Diese Dinge haben wir natürlich auch dann gesichert und geborgen. Die werden auch heute im vorderen Ausstellungsbereich ausgestellt, die also alle noch sehr gut erhalten sind. Und neben vielen alten Abbauen, die wir dort gesehen haben, wo man also noch gesehen hatte, wie gefördert wurde, manchmal muss man da 50 Meter eine Fahrung hochklettern, um auf die höher gelegene Sohle zu kommen. Dort kam man dann wieder an einen großen Abbau und in einem fanden wir zum Beispiel eine alte Schubkarre, eine Holzschubkarre, die über 100 Jahre alt sein musste, weil zu dieser Zeit dort oben das Erz abgebaut wurde, konnte man aus alten Karten sehen. Und seitdem ist da keiner mehr gewesen, hat ihn nicht angerührt. Wir haben die auch so belassen, weil wir sagen immer, der Berg ruht, man soll ihn nicht stören, wenn man dort geht. Und wäre zwar vielleicht schön gewesen, wenn man die nach vorne holen und ausstellen könnte, aber die Gefahr, sie dabei zu zerstören, weil das Holz doch sehr vermodert war, war viel zu groß. Ja, und ein ganz besonderes Highlight haben wir dann hinten so etwa 2,5 bis 3 Kilometer Tiefe im Stollen gefunden. Zufällig nur, als wir auf dem Rückweg waren bei der damaligen Befahrung 2003, blickten wir in so einen von den vielen Seitenstollen und sahen dort hinten ein kleines gelbes Schild. Und als wir dort reingangen, fanden wir dort eine komplette Fördermaschine vor und einen Förderkorb, der noch an den Seilen hing, auf Federn aufgehangen, die Federn waren noch intakt. Die komplette Dampffördermaschine, eine solche war es, muss auch so aus den 20er Jahren sein, wie man an dem Typenschild da erkennen konnte. Damals existierte jemals diese Firma, die diese Fördermaschine gebaut hatte. Die war noch vollständig erhalten, sogar das Schmieröl hing noch an den Drahtseilen. Ja, und der Förderkorb, der schwang über einem Blindschacht, der ca. 100 Meter abgeteuft war, natürlich auch voll Wasser stand. Und wenn die nicht mit Rost bedeckt gewesen wäre, komplett verrostet gewesen wäre, hätte man denken können, die hätte noch bis gestern jemand gearbeitet. Ja, und das ist zum Beispiel so, eine Anlage, die noch komplett in dieser Form erhalten ist, ist eigentlich auch eine einzigartige Sache. Nur, es kann keiner da hinkommen, weil dieser Weg einfach zu gefährlich und auch viel zu aufwendig zu begehen ist. Ne? Wir dürfen ihn begehen, weil wir die Wasserläufigkeit des Stollens immer kontrollieren müssen, dass sich dort hinten nicht durch irgendwelche Einbrüche Wasser stauen kann, dass dann plötzlich in einem großen Welle nach vorne kommt, wenn Besucher da sind. Ja, das wäre natürlich gefährlich, deswegen müssen wir da schon mal immer auch mit Genehmigung der Grubeneigentümer diesen Bereich kontrollieren. Ja, also wie gesagt, man findet dort immer wieder Neuigkeiten und so eine Befahrung, die dauert, denn die erste Befahrung damals, die hatte fast 10 Stunden gedauert, die wir im Berg waren, bis wir wieder draußen waren, weil wir halt so viele Dinge dort gesehen haben und uns einfach immer wieder neue Überraschungen sich uns boten. Ja. Heute kennt man den Weg, aber man ist dann immer noch 3-4 Stunden unterwegs, wenn man mal diesen langen Weg gegangen ist. Muss ich mir vorstellen, sind immer in 3,5 Kilometer und ich persönlich finde es immer wieder fantastisch, wenn man dort in absoluter Dunkelheit und absoluter Stille, wo man also nur hier und da mal einen Wassertropfen hört, der irgendwie runtertropfen in eine kleine Pfütze fällt, völlig für sich ist. Und also praktisch nur seinen eigenen Atem hört, sonst nichts. Also es ist ein ganz beeindruckendes Erlebnis. Und dann auch immer das Bewusstsein, man befindet sich jetzt hier 3,5 Kilometer im Berg,
Über einem sind ca. 150, 180 Meter Gestein und nach unten geht es dann noch bis auf 1200 Meter runter. Die Schächte, die sind ja auch teilweise 500 Meter tief abgeteuft worden und vor Wasser stehen. Also es ist immer ein sehr imposantes Erlebnis. Und auch jedes Mal, wenn wir da reingehen, meist so einmal jährlich, es macht immer wieder einen wahnsinnigen Spaß. Der Besucherbereich des Stollens, der ist ca. 350 Meter lang und am Ende des Stollens befinden sich noch zwei Seitenflügel, sodass insgesamt ca. 450 Meter zu begehen sind. Alles ist ebenerdig und trockenen Fußes zu erreichen. Der Stollen ist auch für Rollstuhlfahrer geeignet und wir haben ja auch entsprechend ausgebildete Stollenführer, die also diese Führung machen, die Führungen belaufen in der Regel so bis zu 15 Personen. Mehr haben nicht Platz im Stollen, weil es ja alles sehr beengt ist. Sonst hören die nicht, was der Stollenführer sagt, wenn die sich um ihn herumstellen. Eine Führung dauert ca. 1,5 Stunden. Und seit einiger Zeit, seit 6-7 Jahren, führen wir auch innerhalb des Stollens, innerhalb der Führung, kleine Videos vor mit alten Filmaufnahmen aus der Reinhold-Forster-Zeche oder aus der Eisenzeche. Die sind in den 50er Jahren entstanden. Manche sind auch in dem Film Der Eisenwald bekannt. Und die zeigen dann an den Original-Schauplätzen praktisch im Stollen. Wir haben dazu kleine Projektionstafeln aufgestellt, unsere Handbeamer, wo wir die Filme vorführen können, den Leuten sehr eindrucksvoll, wie die Leute, damals die Bergleute, unter Tage gearbeitet haben. Und das hat sich auch sehr bewährt. Die Leute sind also sehr angetan davon, weil doch diese visuelle Darstellung des Bergbaus ganz anders ist als das, was man erzählt und erklärt, wie wird Erz abgebaut, wie wird Erz gefördert, wenn man es sehen kann, wie das tatsächlich damals in den Schwarz-Weiß-Bildern gemacht wurde. Also in den Anfangsjahren, als der Stollen eröffnet wurde, war das natürlich eine Besonderheit, die also sehr, sehr viele Interessenten aus der ganzen Region angezogen hatten und im ersten Jahr hatten wir so im Durchschnitt in den ersten 2-3 Jahren 3000 Besucher täglich im Stollen. In den Folgejahren war das sehr wechselnd, aber man kann sagen, dass so im Schnitt seit 1985, 86 so 1000 Besucher jährlich durch den Stollen geführt werden. Mal weniger, mal mehr. In den letzten Jahren kommen natürlich viele Besucher nur von auswärts, meist Reisegruppen, die in Bussen anfahren und dann in 3 oder 4 Gruppen durch den Stollen geleitet werden, weil viele Besucher aus der Region schon ein oder zwei Mal im Stollen waren und dann natürlich eher nicht mehr hier hinkommen. Und insgesamt dürften seit dieser Zeit ca. 50.000 Besucher durch den Stollen geführt worden sein. Meine Großeltern sind beide in Eiserfeld gebürtig und mein Großonkel ist sogar Ehrenbürger von Eiserfeld, das ist der Eduard Schneider-Davids, ein bekannter Heimatdichter, der viele Bücher geschrieben hat, zum Teil auch über das Bergmannsleben. Und daher hat man da so eine Beziehung noch als Städter, als Siegener zu Eiserfeld. Und ich weiß also noch aus den 50er Jahren, wenn man durch Siegerland fuhr, insbesondere durch südliche Siegerland, durch Eiserfeld, über die Schränke nach Herdorf, dass man dort ohne Ende noch die Gruben sehen konnte, die Grube Brüderbund, an dem man vorbei war, die vielen Schornsteine, die dort waren, die Hütten, dass ich also mich noch sehr gut als Kind daran erinnern kann, wie das damals aussah. Auch unvergesslich bleibt, wo wir mit der Schule mal einen Ausflug ins Leimbachtal machten. Und dort oben war damals noch die Grube Ameise im Betrieb. Und wenn man dann zu dem tiefen Stollen kam, der Ameisengrube, kamen dort die Bergleute, die dort die Loren erzbeladen, rausschoben. Das sind also Bilder, die mir noch lebhaft in Erinnerung sind. Und damals gehörte das zum gewohnten Ortsbild, wenn man hier durch das Siegerland fuhr. Und ja, und ab Mitte der 60er Jahre überhaupt nichts mehr davon zu sehen. Ja, und die ganzen Relikte sind in Vergessenheit. Und deswegen ist es heute mehr als wichtig, dass Leute sich bereit erklären, Interesse zu haben und auch die großartigen und wirklich imposanten Leistungen unserer Vorfahren auch der Nachwelt zu erhalten.